Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu, ich sag mal, ein bisschen antesten. Das ist die Version jetzt immer noch Early Access von House Flipper Version 1.0.2, wenn ich es richtig entziffere, vom 20.05.2018. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschnurrt, also ne, Tutorial, wenn man es Tutorial nennen kann, mal gemacht. Und ja, das habe ich schon festgestellt. Die Hütte, die man hier sieht, das ist unsere. Ne? Unser kleines, aber feines Büro. Schwidu. Okay, fertig geladen. So, wir haben auch schon, reinigen, schon freigeschalten. Ich bin da vorhin schon mal mit dem Staubwedel rumgerannt. Ist da noch was? Nee, ne? Ein Let's Test. Let's Test, House Flipper. Ich habe hier übrigens eine Heizung noch montiert. Und hier drin auch. Das sieht alles so schäbig aus. Ein bisschen aufgeräumt. Es lag hier alles querbeet rum. Jetzt gucken wir mal Laptop. Ob wir noch eine nächste Mission haben. Ich weiß nicht, warum ich 25.000 habe. Keine Ahnung. Browser. Der will eine Heizung. Also guck, ihr habt bis jetzt nur den gemacht. Mein Ex hat mir eine Heizung mitgenommen und so. Und da haben wir ein bisschen aufgeräumt und die Heizung installiert. Mehr habe ich noch nicht gemacht. So, aufräumen in der Garage. Machen wir das doch mal. Ja, jetzt. Ich sehe schon jede Menge Müll. Ein schmutziges Auto gleich mal putzen. Okay, es ist kein Dreck, es ist einfach nur altersbedingt, ne? Wie man sieht, das Audi-Zeichen ist schon abgefallen. So alt ist der Audi A3? 4? 4, ne? Müsste A4 sein. Ja gut, so, gehen wir mal in die Garage. Also nichts gegen Audi, ne? So. Ich hab selber ein Fahrzeug der VW-Gruppe. Oh, cool. Wir putzen die Reifenspuren Stück für Stück. Mach ich auch immer so in der Garage. Immer Stück für Stück. So blockweise, weißt du? Wieso putzen wir eigentlich rum und gucken uns nicht erstmal um? Na, ist egal. Also Fahrräder liegen hier rum, alles klar. Jede Menge Öl und Schmutz und Dreck. Wir putzen immer erstmal um die Kisten rum. Die stellen wir dann auch gleich weg. Ich glaube, die müssen wir wegschmeißen, so wie die aussehen. Das ist ja schäbig. Warum mal gerade zu, sonst sehen die Nachbarn. Okay. Auf geht's laut. Zu geht's leise. Im Tarnmodus quasi. Wegzuwerfen, ja. Alles weg. Ist egal. Was haben wir hier? Kann man reinigen. Das kann man auch aufheben. Okay. So sieht es auch bei mir in der Garage aus, wenn ich eine hätte. Oh, okay, die sind noch ganz. Das sind anscheinend die Winterreifen. Was geht denn hier? Ui. Aber es geht ja nur um die Garage. Wir können uns mal umschauen. Das macht man natürlich so als Reinigungskraft. Guckt man erstmal sich die Buden an. Oh. Sieht fast aus wie meine Familie. Alter, überall die Schiebetüren mit dem Glas. Wer putzt denn das alles? Achso, wir. Na gut. Machen wir wieder zu. Sonst zieht's hier drin.
So. Da lang geht's sogar weiter. Was haben wir hier eigentlich noch? Bad? Spiegel müsste mal geputzt werden. Der ist etwas blass. Geht nicht, okay. Wo geht's hier? Oh, Kinderzimmer. Scheint ein Junge zu sein, viel blau. Teddy. Komischer. Ah, Hase, okay. Bauklötzchen, Sitzsäcke. Jo. Finde ich gut. Was ist das? Ah. Sowas wie ein Whiteboard. Das ist so eine Tafel oder sowas. Da waren wir auch schon. Alles klar, kommen Sie mal. Da waren wir auch schon. Was haben wir hier? Schlafzimmer der Eltern. Also, unser Auftraggeber. Oh. Eine Bibel anscheinend. Okay, wir sollen aber die Garage machen. Putze, putze, putzen. Ach, das Werkzeug ein bisschen und die Schränke. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, die Schränke da zu putzen. Okay, bei der Kiste hat man es jetzt gesehen. Anscheinend sauber. Reifen putzen. Mit unserem alles reinigenden Strohmob. Keine Ahnung. Gut. Hier haben wir noch Müll. Müll. Alter, wer hebt denn so viel Reifen auf? Macht doch gar keinen Sinn. Oder? Habt ihr so viele Reifen in der Garage rumstehen? Ich weiß es nicht. Also ich brauche es jedenfalls nicht. So. Oh, da ist noch Müll. Kann man die eigentlich in so eine Box reinschmeißen? Nee, ne? Okay, da sind Schrauben oder sowas drin. Ist die eigentlich jetzt noch dreckig oder ist die sauber, die Säge? Drüber putzen. Scheint sauber zu sein. Scheint sauber zu sein. Da haben wir noch eine Säge. Säge zu Säge. Ist immer gut. So. Das sieht nach. Was ist das überhaupt? Baumschlüssel, Ölzeug. Irgendwas vom Auto. Dann legen wir es doch mit hier her. So. Okay. Hämmerchen. Kleines Hämmerchen. Brechstange und die Axt, die legen wir hier einfach hin. So. Und so eine Zange. Kombizange immer gut. Neben Hammer so. Was haben wir hier noch? Das können wir auch noch hier rein. Okay. So auf den Tisch bringen. So. Boah. Was haben wir hier? Ein Schlitzschraubendreher. Liebe Leute, kein Schraubenzieher. Es sei denn, es wäre eine Zange, mit dem da könnte man Schrauben ziehen. Dann machen wir das noch daneben. Alles klar. So. Die Fahrräder erstmal hinstellen. So. Ah, da geht dann die Tür nicht mehr auf, ne?
Das schicke Bike. Daneben. So. Okay, fehlt noch was? Fenster. Fenster müssen wir auch noch reinigen. Ist ja bloß das eine. Oh. Oh Gott. Alles klar, das muss man mit der Maus auch noch so lang fahren. Okay. Langsam habe ich irgendwie den Bogen raus, aber gut. Jetzt kann man es auch öffnen. Wahnsinn. Okay, machen wir es zu. Auftrag abschließen. 397 Euro, ja. Hoch. Ah ja, beenden. Alles klar. Ja, so sah die erste Bude quasi aus. Ich habe da, wie gesagt, schon ein bisschen aufgeräumt. Aber hier sieht man noch den Rohzustand. Good work takes hard work. So, was haben wir hier? Image Creator. Image Creator. Und da kann auch ein Foto von Festplatte laden, um es als Plakat oder Bild an der Wand aufhängen kannst. Okay. Wir können quasi selber Fotos drucken. Was ist hier eigentlich noch? Irgendwas ist hier noch dreckig, das zeigt mir das da auf der Map. Ah, das wird. Nee, das Fenster. Was ist da? Oh ja. Draußen ist auch noch irgendwas. Warte mal, hier vorne. Das könnte jetzt das Fenster sein. Oder das da? Ja, alles klar. Oh, hier, Spinnenwebe. Außen 938 Quadratmeter. Verfügbare Skillpunkte. Jetzt gucken wir nochmal Tab rein ins Laptop da. Schnelle Aufträge, Verhandlungen, Aufräumen. Schnelle Händchen. Aufräumen, 25% schneller. Weite Reichweite, guter Mob, Ultra, High Mob. Wirft den Müll in der Reichweite weg. Okay, der Mob ist vielleicht Zerstörung, schnelles Abreißen.
Verbesserter Hammer. Malen. Die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Schnellere Montage, schnellere. Was fehlt? Ach, Vergipsung. Okay, müssen wir mal ein bisschen Gips machen. Okay, also ich glaube, diesen Mob nehmen wir. Da haben wir mehr Reichweite. Und wenn wir den auf Stufe 3 haben, dann haut er gleich noch den Müll mit weg. Ist eigentlich nicht verkehrt. So. Zwei neue Nachrichten. Vorbereitung auf das neue Familienmitglied. Frau schwanger, blablabla, Mädchen wird, okay. Hm. Da müssen wir schon ein bisschen mehr machen. Bonjour, ich denke, dass ich ein recht einfaches Haus, das ich gekauft habe, ein bisschen mehr Kunst geben möchte. Auf Magenta zu malen, die restlichen Wände werden wunderbar grau aussehen. Okay. Laboratorium funktionieren Steckdosen. Das ist ja interessant. Ich glaube, das machen wir mal. Ein bisschen malen und. Oh. Gratuliere, du hast das Werkzeug frei. Du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Wir dürfen jetzt rummalen. Finde ich gut. Hallo? Jemand da? Nö. Okay, also der will hier. Lass mal orientieren. Was ist das? Ist irgendwas rot? Ist bestimmt die Steckdose. Lass erstmal orientieren hier. Wo ist die Magenta? Streichelte Zimmer, montiere Geräte. Das soll man hier streichen. Oder? Montiere die Geräte. Pinsel? Ich muss die Dose mit Farbe füllen. Welche Dose? Jetzt wird's interessant. Shop. Farben. Dieses Abenteuer wollte er haben, ne? Okay. Macht's. Hochinteressant. So. 9%. Aber welche Geräte sollen wir hier montieren? Schreibzimmer, montiere Geräte. Ach, Aufgaben in anderen Räumen. Das sind die Aufgaben? Okay. Montiere die Geräte. Zeig mal her, was ist denn jetzt dahinter hier? Das
Müsste er hier sein? Aha. Das müssen wir erstmal sauber machen. Oder? Was ist das denn? Ist da, fehlt da ein Kabel? Oder das sieht man noch nicht? Mal abmachen hier. Ah, nicht angesteckt. Alles klar. So. Wieder drin. Oh, die Dose ist auch schön weiß jetzt. Die ist wahrscheinlich durchgebrannt, oder was? Wo hab ich denn jetzt den Schrank? Da. Nicht, dass der hier verschwindet, ne? So, zack. Alles klar. Dann machen wir die Wand hier noch komplett, würde ich sagen. So, und grau. Alles klar, grau. Grau haben wir hier. Einfach wäre so in echt, ne? Mal eben die Wand zu malen, ohne irgendwas abzudecken oder wegzuräumen. Das Weggeräume, das geht mir am meisten eigentlich auf den Keks, das Abdecken nicht so. Oh. So. Damit kommen wir super hinter dem Kühlschrank. Das passiert ja nicht im Kühlschrank. Nee, geht nicht. So. Oh. Der Eimer ist fast leer. Platz. Okay, ich kann den nicht ich kann den nicht wegschmeißen. Stellen wir eine Nara dann da hinten hin, würde ich sagen, in die Ecke. Koffer nochmal grau. Wir sind ja hier noch nicht fertig.
So, jetzt fehlt noch die Seite so. Die Innenseiten. Von den Fenstern. Die Kante hätte ich auch beinahe übersehen. Müssen wir ja auch noch machen hier. Der Eimer ist gleich leer und wir sind noch nicht ganz fertig. Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen noch mal einen Eimer. Wird eng. Ja. Irgendwas haben wir vergessen. Wir haben nur 99%. Oder 95%? 95%, ne? Irgendwas übersehen? Nö, ne? Sieht eigentlich gut aus. Okay. Montiere Geräte, Streitfarmer. Irgendwas haben wir übersehen. Oh, frag mich jetzt nicht, was? Oh. Montiere die Geräte. Da. Da wird es wahrscheinlich auch das gleiche Problem sein, dass das Kabel irgendwie nicht richtig drin ist oder was? Hauptsache nimm zum Befestigen der Kabel einen Akkuschrauber, ja, und hier drehen wir uns mit dem ganz normalen Schraubendreher den Wolf. Alles klar, hier passt. Tür zu. Was haben wir hier? Nichts. 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 Streiche die Zimmer. 95%. Irgendwas haben wir übersehen. Jetzt nochmal die Farbe. Da geht man auf den Zeiger hier. Okay, das Fenster kann man nicht. Okay. Gut. Einmal so. Kommt eigentlich ganz gut, so ein kleines Dingens. Gut, dass wir mal genau geguckt haben. Nur dieser kleine Streifen, ey.
So. Hau nochmal. Alles klar. So. Wo stellen wir jetzt die Kübel hin? Kann man die raus tun? Nee. Doch. So, Kollege, kannst du da wegschmeißen. Oder in den Keller stellen oder so. Gut. Hammer. 100% würde ich sagen. Sieht gut aus. Auftrag beenden. Boah, fast 1000. Alles klar. Ja, ich glaube, das sollte das erstmal gewesen sein für die erste Folge. Vielleicht auch letzte von dem Spiel. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr davon mehr sehen wollt oder nicht. Also so der erste Eindruck. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall... Ja... Man kann es auf jeden Fall spielen, denke ich. Es ist immer noch eine Early Access. Gibt es bei Steam im Shop. Da könnt ihr ja mal durchstöbern. Und vielleicht findet ihr ja noch ähnliche Spiele oder was zum Zocken. Die vielleicht auch so in der Richtung sind. Aber ich glaube nicht. Bis auf Abriss-Simulator zum Beispiel. Hier kannst du übrigens auch abreißen. Ja, Wände einschlagen und sowas. Also, das geht auch. Mal sehen, ob ich noch einen Trailer irgendwie vom Spiel rankrieg und dann schmeiße ich den gleich noch hinterher. Ansonsten, ich danke schon mal fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge, ich weiß es nicht. Wenn der eine oder andere schreibt, dass er was sehen will, dann machen wir das. Ist alles kein Ding, kann man auf jeden Fall was zeigen noch. Aber bis dahin war es das erstmal. Ciao, ciao. We'll be right back.